Hi und herzlich willkommen zum Talk von FXRH, Captain Wahl per Flaschenpost, Online-Voting und seine Grenzen. Einen kräftigen Applaus für FXRH, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte über die lange Historie der demokratischen Wahlen auf Schiffen sprechen. Wie wir alle wissen, existiert sie. Also ja, der Captain des Schiffes wird gewählt alle paar Jahre, und wie das funktioniert ist, dass die Matrosen und Matrosen zwei Wahlurnen haben für zwei Optionen, und jeder geht da quasi durch den Raum und wirft da einen Stein ein für seinen Kandidaten, und dann wird es am Ende ausgekippt und man kann sehen, wer der Gewinner ist. Und dann kam Corona und diese jahrhundertlange Tradition der Wahlen wurde etwas schwieriger, weil man natürlich auch auf Booten Distanz zueinander halten muss, um sich nicht anzustecken. Und dann musste man die Wahl per Flaschenpost durchführen. Das hat natürlich zu diversen Problemen geführt, weil so eine Flaschenpost, die geht mal verloren. Man kann anhand, woher sie kommt, ganz gut bestimmen, wer sie wohl gesendet hat und so weiter. Dementsprechend sind auch die Schiffsbesatzungen auf die Idee gekommen, dass man das Ganze hier online machen könnte. Aber die Frage ist, wie? Ja, Corona hat zu einer gewissen Renaissance des Online-Votings geführt. Also Online-Voting gibt es schon länger, aber vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass das in der Zeit groß hochkam in Vereinen, Universitäten, Online-Communities und so weiter. Aber die Frage ist, wie macht man diese Online-Wahlen eigentlich dann genau, wenn man welche haben möchte? Dazu ist natürlich erstmal die Frage, was wollen wir eigentlich für Eigenschaften von einer Wahl? Das erste ist, die Wahl soll geheim sein. Also niemand soll wissen, für wen ich abgestimmt habe. Das zweite ist, die Wahl soll korrekt sein. Also die Integrität von, ich gebe die Stimme ab, zu am Ende wird diese Stimme auch tatsächlich für den Kandidaten gewertet, für den ich gestimmt habe, existiert. Und das Dritte ist, dass die Wahl unbeeinflussbar ist. Dass so niemand sollte hinter dir stehen und dir sagen können, wen du wählen sollst, oder seine Augenbraue rümpfen, wenn man für das Falsche wählt. Da das aber schon bei Briefwahlen nicht mehr funktioniert, würde ich diese Eigenschaft erstmal ignorieren. Nun gibt es verschiedene Konzepte, wie man das machen kann. Das erste Konzept ist das Trust Me Pro-Konzept. Also im Wesentlichen, ja, unser Admin hat da irgendwie eine Webseite gebaut mit ein paar Buttons und ein paar Wahloptionen, und dann haben wir das sicher auch noch mit dem Single Sign-On von unserer Firma oder Universität oder was weiß ich verbunden. Ja, geheim? Schwierig. Also natürlich wird der Admin dann sagen, ja, die Daten werden nicht verbunden, aber vertraut man dem Admin? Ist man sich sicher, dass nicht doch irgendwo irgendwelche Logdateien existieren, die dann irgendwelche anonymen IDs mit den eigentlichen Nutzern verbinden könnte? Und Integrität ist auch wieder absolutes Vertrauen in den Admin und die Leitung und was auch immer. Aber so, was ich das Gefühl habe, ist, die meisten sind von diesem Konzept weggekommen und gehen zu dem Konzept eins weiter, was Trust Me Pro, aber mit Zertifikaten ist. In dem Fall sucht man sich einfach einen externen Dienstleister, der solche schönen Zertifikate hat, dass er das alles total sicher und genau macht, was sicher gar keine völlig schlechte Idee ist, weil immerhin hat man dann eine gewisse Trennung zwischen den Leuten, die es wirklich interessiert, also sei es Firma, Verein, Universität, und dem Dienstleister, der dann irgendwie gucken kann, was da passiert. Aber natürlich existiert trotzdem noch eine gewisse Nähe zwischen dem Geschäftsleiter und der Firma, weil irgendwie der bezahlt die. Insofern, also ich wäre da immer noch nicht überzeugt von, dass die Wahl geheim ist und dass die Integrität gewahrt wird. Deshalb möchte ich heute ein drittes Konzept vorstellen. Ist jetzt auch alles andere als neu,
aber gefühlt noch nicht so wirklich verbreitet. Das ist das Open Audit Voting, wo die Grundidee ist, dass jeder die Wahl nachvollziehen kann. Das ist jetzt erstmal nicht so schwer. Man könnte einfach eine Wahl machen, wo jeder öffentlich hinschreibt, was er, wen er wählen will. Aber man will natürlich trotzdem haben, dass die Wahl geheim ist. Als Beispiel werde ich hier Helios Voting zeigen, was eine Open-Source-Implementierung von einer Open-Audit-Voting-Software ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es die beste ist, aber so meine Erfahrung mit Online-Voting stammt ein bisschen daher, da als ich angefangen habe, im Bereich Kryptographie zu promovieren, ich festgestellt habe, dass die akademische Organisation der ganzen Forscher in der Kryptographie tatsächlich so ein Tool benutzen, um ihre Wahlen durchzuführen für ja, diese Organisation, die, den Vorstand und so weiter. Und als jemand mit CCC-Hintergrund war ich dann erstmal etwas verwundert, dass man da tatsächlich sowas verwendet. Aber ja, aber ich fand es recht interessant, sich das mal anzugucken. Und ja, deshalb möchte ich das heute so ein bisschen vorstellen. Also, wenn man in dem Helios, es gibt Integrität dort. Also jeder kann das nachvollziehen, was mit den Wahlstimmen passiert. Und das Ganze ist geheim unter bestimmten Annahmen. Ja, also ich habe mal das durchprobiert, wie das aussieht, wenn man da durchgeht. Also erstmal hat man ein ähnliches Webinterface, wie man es auch bei einem einfachen Dein Admin hat was programmiert, Stil hätte. Aber sobald man dann was gewählt hat, kriegt man hier so eine Ballot-Tracker-ID. Und das eine Möglichkeit, wenn man das jetzt gemacht hat, ist, sich mal anzugucken, was eigentlich diese Ballot-Tracker-ID ist. Also man kann sagen, dieses Spoil and Audit. Und dann kann man sich angucken, was ist da eigentlich in diesem Ballot drin. Und dann sieht man halt, ja, es ist das, wofür ich eigentlich abgestimmt habe. Also man kann so ein bisschen überprüfen, ist das richtig abgelaufen, was da gerade verschlüsselt wurde. Aber eigentlich will man ja wählen. Das heißt, man erstellt wieder ein Ballot und gibt den jetzt ab, indem man jetzt seine Login-Details gibt. Also während man diesen Ballot produziert, hat man noch überhaupt keine Informationen über sich verraten, was auch ein Vorteil davon ist, weil jeder kann sich diese Wahl angucken. Nur die Wahlberechtigten können die Wahl dann tatsächlich abschließen. Ja, dann mache ich das und dann lande ich hier auf so einer Liste von allen Menschen, die abgestimmt haben. Das kann man entweder mit Namen oder mit anonymen IDs machen, aber hier fand ich es mit Namen klarer. Und tatsächlich sehen wir jetzt hier, das ist wieder genau die Ballot-ID, die wir hier vorher angezeigt haben. Das heißt, wir wissen jetzt, auf einer öffentlichen Liste ist unsere Ballot-ID. Und ja, dann passiert ein bisschen Magie und am Ende bekommen wir das Ergebnis. So, wie funktioniert das jetzt genau mit der Sicherheit davon? Also wir fangen an, indem eine Gruppe von Trustees zusammen einen Public Key generieren. Also sie haben jeweils einen Teil des Secret Keys und generieren zusammen einen Public Key. Und dieser Public Key wird jetzt benutzt, um die ganze Wahl zu verschlüsseln. Das heißt, dann passiert das, was wir gerade gesehen haben. Und letztendlich diese schönen Strings, die wir gerade gesehen haben, das sind letztendlich einfach Verschlüsselungen der Wahloptionen. Also hier sind jetzt die Wahloptionen einfach A und B. Und wir verschlüsseln jetzt mal B, mal A. Und wichtig ist, dass jede Verschlüsselung davon zufällig aussieht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jede Verschlüsselung von A genauso aussieht wie jede andere Verschlüsselung von A, sondern die sehen alle unterschiedlich aus. Dadurch ist erstmal nicht klar, was zu welcher Verschlüsselung zählt. Und jetzt der allererste Schritt, den wir machen, ist, wir werfen einfach die Liste von Namen weg. Das hilft natürlich noch nicht so viel, weil jeder kann sich natürlich merken, was die Liste vorher war, aber wir werden damit erstmal nicht weiter rechnen. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt durch eine Anzahl von Mixnets. Das läuft letztendlich auch wieder über die Trustees. Und was dort passiert, jeder Trustee bekommt
die Liste, wie sie aktuell ist, zugesendet. Und im ersten Schritt macht er jetzt eine Re-Randomisierung der Verschlüsselung. Das heißt letztendlich einfach, alles bleibt gleich, also es bleibt weit, A bleibt weiter eine Verschlüsselung, die Verschlüsselung von A bleibt weiter eine Verschlüsselung von A, aber sie sieht komplett anders aus, weil quasi neuer Zufall hinzugegeben wurde. Das heißt, jetzt sehe ich nicht mehr, dass das hier das, tatsächlich das gleiche war wie das hier. Da es aber immer noch in der gleichen Reihenfolge ist, mischen wir das Ganze zusätzlich noch. Und dann geben wir es quasi an den Server zurück. Und was jetzt aber wichtig ist, wir geben zusätzlich noch einen Zero-Knowledge-Beweis dafür, dass diese Re-Randomisierung und Mischung tatsächlich eine Re-Randomisierung und Mischung war. Also dass in diesem Fall Alice nicht einfach ein paar Stimmen ausgewechselt hat oder doppelt genommen hat und so weiter. Was ist so ein Zero-Knowledge-Beweis? Es ist letztendlich ein Beweis für eine Aussage, soweit so einfach, der aber keine weiteren Informationen verrät, außer genau diese Aussage. In diesem Fall, er soll beweisen, dass die Ausgabe des Mixnets eine Mischung der Eingabe ist, aber keinerlei Informationen darüber verraten, wie jetzt zum Beispiel die genaue Verteilung der Mischung aussieht, also ob Platz 1 auf Platz 3 oder Platz 5 oder so weiter gelandet ist. Nachdem wir durch eine Anzahl dieser Mixnets durchgegangen sind, kommen wir jetzt zum Entschlüsselungsschritt. Hier haben wir jetzt wieder die Stimmen einmal gut durchgemixt. Und jetzt kommen die ganzen Trustees, die die einzelnen Teile der Secret Keys haben. Und die geben die Secret Keys wieder zusammen, um dann auf den Secret Key für die Verschlüsselung zu kommen und können damit das Ganze entschlüsseln. Jetzt könnten natürlich immer noch die Trustees versuchen, daran irgendwas zu ändern. Das heißt, auch hier haben wir wieder einen Zero-Knowledge-Beweis dafür, dass tatsächlich die Stimmen, die reingegangen sind, also die verschlüsselte Form, eine verschlüsselte Form von der Ausgabe ist. Und ja, damit sind wir fertig. Damit haben wir eine Liste der Stimmen. Die kann man jetzt natürlich noch zusammenfassen und dann sehen, wir haben 3 Stimmen für A, 2 Stimmen für B. Fertig. Damit haben wir Integrität in dieser Wahl, weil wir hatten am Anfang diese lange Liste. Jeder kann nachprüfen, dass er in der Liste ist. Und jeder Schritt von dieser Liste aus hat einen solchen Zero-Knowledge-Beweis. Und jeder kann diesen Zero-Knowledge-Beweis nachüberprüfen. Also wahrscheinlich jetzt nicht auf Papier, aber mit einem entsprechenden Computerprogramm. Und auch die Entschlüsselung läuft dann wieder mit einem Zero-Knowledge-Proof. Das heißt tatsächlich, diese Integrität hält, selbst wenn alle Trustees versuchen, irgendwie daran was kaputt zu machen. Auf der anderen Seite, dass die Wahl geheim ist, funktioniert nur unter der Annahme, dass sich nicht alle Trustees zusammen verschwören. Weil ansonsten könnte man ja schon ein Zwischenergebnis oder einfach den Anfang entschlüsseln und dann wüsste man genau, wer für was gewählt hat. Also dadurch, dass jetzt nur das Endergebnis entschlüsselt wird, wird sichergestellt, dass tatsächlich nicht verraten wird, wer was gewählt hat. Weil die Liste am Ende, die entschlüsselt wird, hat von der Reihenfolge her keinerlei Relation mehr zu dem, was am Anfang war. Soweit so gut. Genau, soweit so gut. Jetzt ist die Frage, wenn das alles so schön sicher ist, können wir das nicht auch einfach für die Bundestagswahl verwenden? Die Antwort ist natürlich bloß nicht. Ich sehe da vor allem 2 Sachen. Das eine ist, alle Annahmen hier sind natürlich unter der Annahme, dass wir unseren Geräten vertrauen können. Also wir brauchen, dass unsere Geräte uns die Daten anzeigen, die tatsächlich berechnet werden. Wenn ich jetzt einen kompromittierten Rechner habe, der mir einfach immer irgendwie eine andere Valid-ID anzeigt, dann kann der Angreifer für sonst was abstimmen und ich werde das nie mitbekommen. Das ist für vielleicht eine
Vereinswahl oder Universitätswahl nicht so entscheidend, aber für eine landesweite Wahl oder so könnte es vielleicht eher sein, dass da jemand genug Interesse hat, dass er da seine Zero Days verbratet, um auf die ganzen Rechner zu kommen. Ja, Gegenmaßnahmen existieren. Zum Beispiel könnte man ein zweites Gerät verwenden, das Smartphone zum Beispiel, was das nochmal anzeigt. Aber so die grundsätzliche Problematik ändert sich halt auch nicht so viel, weil natürlich auch das Smartphone unter der Kontrolle eines Angreifers sein könnte. Aber der andere Grund ist für mich eigentlich viel entscheidender. Und der ist, dass ich hier bei den Sicherheitseigenschaften eine Sache vergessen habe. Das ist das Vertrauen der Wähler. Für eine Demokratie ist es unglaublich wichtig, dass die Wähler Vertrauen in den demokratischen Prozess haben, der dort passiert. Und wenn man sich da mal die analogen Wahlen versus solche Online-Wahlen anguckt, analoge Wahlen, ich werfe einen Zettel in eine Truhe, am Ende wird die Truhe ausgekippt, ich kann dabei zusehen, wie sie ausgekippt wird und ausgezählt wird. Das ist alles recht gut verständlich. Ich kann das beobachten, Manipulation funktioniert vielleicht im kleinen Rahmen, aber irgendwie im großen Maße ist es doch sehr schnell sehr auffällig. Bei Online-Wahlen dagegen benötigt diese Verifizierung Kryptografiewissen. Also im Prinzip musst du erstmal ein paar Jahre Informatik oder so studieren, um überhaupt zu verstehen, was da passiert. Und Kryptografie ist letztendlich schwarze Magie. Wenn ihr als IT-Security-Menschen noch nie von Kryptographie gehört habt oder vor allem nicht von Public-Key-Kryptography und ich würde euch jetzt sagen, ja, ich habe hier irgendwie so eine Funktion, die kann ich euch geben und damit könnt ihr etwas verschlüsseln und nur ich kann die wieder entschlüsseln, obwohl ich euch die Funktion gebe, würdet ihr mir das glauben? Wäre euer Gefühl nicht zu sagen, ich muss nur die Funktion genug angucken und dann werde ich das schon rauskriegen, weil ich verschlüssel ja auch damit. Warum soll ich dann nicht damit entschlüsseln können? Der Punkt ist halt, wir haben jetzt irgendwie Public Key Kryptographie, die ihr wahrscheinlich alle irgendwie im Berufsalltag oder in der Universität gelernt habt und deshalb der vertraut. Aber da draußen sind sehr, sehr viele Menschen, die das nicht haben. Und ich verstehe jeden, der sagt, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und ja, fehlendes Vertrauen in Wahlen kann die Demokratie zerstören. Das sehen wir in Maßen schon in Amerika. Wie das wäre mit einer Wahl, wo irgendwie sehr, sehr viele Menschen überhaupt nicht mehr glauben, dass das Ergebnis richtig ist, das will man sich eigentlich gar nicht so genau ausmalen. Ja, damit bin ich auch eigentlich schon fast am Ende. Das Fazit ist, Online-Wahlen können ein gutes Werkzeug sein, wenn sie unwichtig genug ist, dass niemand dafür seine Zero Days verwenden will und die Wähler ausreichend technisch sind. Also zurück zu meinem ursprünglichen Beispiel. Wenn jetzt natürlich die Organisation der Kryptografieforscher das verwendet, naja, deren Job ist zu verstehen, wie das funktioniert. Da gibt es dieses Problem in der Form nicht. Aber wenn man das halt auf eine allgemeine Bevölkerung wirft, ist das was völlig anderes. Und das Zweite ist, wenn ihr irgendwo Online-Wahlen habt, dann guckt, dass es solche Open-Audits-Wahlen sind. Also entweder setzt sie selbst ein, wenn ihr selbst administriert, oder pusht eure Administration dazu, sowas zu verwenden, weil das hilft schon enorm. Wenn man schon welche hat, dann wenigstens das Vertrauen da rein zu stärken. Danke. Gerne Dankeschön. Fragen. Dankeschön. Wer hat Fragen, meldet euch bitte und ich komme mit Mikrofon zu euch. Ich sehe schon zwei Leute, dann bitteschön. Für das Remixing und Recrypten, das machen die Trustees, brauchen die dazu ihren Teil des Private Keys? Dazu nicht. Das könnte also auch nochmal eine andere Gruppe von Trustees machen? Ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht alles genauso, wie es in Helios passiert. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher in jedem Detail, wie das in Helios passiert, weil ich habe zwar das
White Paper von denen gelesen, aber das schon ein bisschen veraltet und das hatte das Konzept der Trustees noch nicht, aber das haben sie inzwischen implementiert. Aber ja, das könnte jeder machen. Es ist nur da auch wieder wichtig, dass nicht alle Mixnet-Instanzen, also alle Instanzen, die das machen, zusammenarbeiten, weil natürlich jede einzelne Instanz weiß, welche Randomness sie verwendet hat. Und wenn jetzt alle wieder ihre Randomness zusammenpacken, könnte man doch wieder sehen, wo genau welche Stimme gelandet ist und damit die geheime Wahl brechen. Da oben ist eine Frage. Oder erstmal dort. Du hattest das BSI angesprochen. Es gibt ja so Schutzprofile für Online-Wahlen. Die klammern ja so Endgeräte aus und die klammern auch die Offenheit aus. Was hältst du von solchen Schutzprofilen und den Wahlen, die damit durchgeführt werden und den Dienstleistern, die sowas machen? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht im Detail beschäftigt, welche Zertifizierungen es dort gibt. Aber ich muss sagen, ich halte von solchen Zertifizierungen nicht so viel, solange sie nicht halt auch irgendwie Open Audit sind. Also ich meine, klar, du hast halt irgendwie Probleme, wie Endgeräte können angegriffen werden. Das finde ich auch irgendwie okay, dass man das ausnimmt, wenn man es klar genug irgendwie vorne draufschreibt, dass das die Annahme ist. Aber mir ist es halt lieber, wenn es jeder verifizieren kann, versus nur das BSI hat es verifiziert. Und auch das BSI überprüft ja nicht jede Wahl, sondern nur einmal, wie ist der Prozess. Und da muss halt nur irgendjemand dort im Prozess dann nochmal irgendwie doch irgendwie bestechlich sein und das Ganze geht wieder schief. Insofern finde ich solche Ansätze besser. Ich weiß nicht, ob das BSI sowas auch schon zertifiziert hat. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Ich laufe mal zu dir, Moment. Ich hätte zwei Fragen dazu. Einerseits, wie gut ist das Open Audit Verfahren mit Preferential Voting kombinierbar? Also, dass ich nicht eine Wahl für einen Kandidaten abgebe, sondern so eine Liste mache und dann hat man mehrere virtuelle Wahlgänge. Also ich meine prinzipiell, das Verfahren gibt dir jetzt erstmal nur quasi Input, Output. Also was du da am Anfang reinwirfst und am Ende rauskommt. Du hast ja einfach am Ende, Moment, das geht auch, sollte auch besser gehen. Genau, nein. Also ich meine am Ende hast du ja einfach nur die Liste der entschlüsselten Stimmen, da könnte alles stehen. Also da könnte auch irgendwie eine Rangfolge und so weiter stehen. Das heißt, das Verfahren ist prinzipiell erstmal unabhängig davon. Man muss natürlich achten, dass da jetzt nicht zu viele Daten drin sammeln, dass man wieder Rückschlüsse auf Menschen ziehen kann. Aber solange das nicht möglich ist, kann man da auch irgendwelches Ranked Choice, sonst was verwenden. Und der zweite. Also, beziehungsweise. Ja. Ich weiß nicht, ob Helios das unterstützt, aber im Prinzip ist es möglich. Und jetzt muss ich ja irgendwo eine Authentifizierung machen, dass ich wahlberechtigt bin. Wie genau trennt man die von der Abgabe der Stimme als solche? Das funktioniert oder letztendlich darüber, dass du halt... Also, kannst du nochmal zu der Folie zurückgehen, in der die Stimme abgegeben wird? Ja, das ist die hier. Also ja, das Verfahren ist letztendlich, dass eine Trusted Party dort eine Liste von Usern und Passwörtern generiert. Allerdings existiert danach halt diese Liste. Das heißt, es ist öffentlich, wie viele Menschen wählen und du kannst halt zum Beispiel sehen, wenn du noch nicht abgestimmt hast und da ist plötzlich ein Wahlergebnis für dich, dann läuft irgendwas falsch. Ja, kannst du, vielleicht war das auf der nächsten Folie, also wenn ich jetzt eine Stimme abgebe, dann verschlüssel ich die selbst oder? Das, letztendlich ja, also es ist JavaScript, was im Browser passiert. Okay, und dann sende ich an den Server ein Vote, von dem der Server nicht weiß, was in diesem Vote drin steht. Genau, also letztendlich
sendest du eine Verschlüsselung. Ich glaube, das ist jetzt nicht die gesamte Verschlüsselung, sondern einfach nur ein Hash davon, aber das sendest du und ja, da weiß, hat der Server keine Ahnung, was das ist. Gibt es denn noch irgendwo Fragen? Ja, ich habe eine Frage zu dem Zero-Knowledge-Beweis. Wenn da die Secret Keys zum Schluss zusammenkommen, was genau sagt er aus? Wenn ich das selbst nachprüfen kann, kann ich dann auch selbst den Secret Key mir generieren? Oder? Nein, also du weißt nur, dass das eine korrekte Entschlüsselung davon ist. Und unter dem Public Key, aber du würdest nicht den Secret Key rausberechnen können. Ansonsten könntest du ja zurückgehen und schon das initiale Ergebnis entschlüsseln. Also es ist wichtig, dass wirklich nur dieses Endergebnis entschlüsselt werden kann. Und ja, der Zero Knowledge Beweis zeigt dann das, zeigt nur, dass es diese Relation zwischen Verschlüsselung und Entschlüsselung gibt und nicht, was genau der Secret Key ist. Noch mehr Fragen? Gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe jetzt niemanden mehr. Wenn noch jemand eine Frage hat, mal bitte wild fuchteln. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für den informativen Vortrag. Nochmal einen kräftigen Applaus bitte.